Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich vorletzten Abenteuer hier bei der Heiler-Quest und Giot. Giot, na, wie geht's dir, altes Haus? Ans Licht gebracht. Giot genießt einen guten Met. Danke, aber ich habe noch. Bring das edle Treffchen doch rüber an den anderen Tisch. Ich gebe einen aus. Oh, hoppla, du bist ja gar nicht der Kellner. Lass mich raten. Du hast das Gefühl, dass du was sagen solltest, aber weißt nicht, ob du es sagen sollst. Tja, diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Mir tut sowieso schon der Kopf weh vom vielen Denken. Da zermartere ich mir das Hirn, als wäre ich ein neunmal vermaledeiter Philosoph. Also, ich sag's ganz offen. Über die Magie der alten Ronka habe ich trotz honigsüßer Anregungen rein gar nichts rausgekriegt. Aber dafür weiß ich, wo der Ort ist, an dem Lamids Schwester war. Und so habe ich die Ehre, dich, meine liebe Kameradin Tara, in meine Heimat einzuladen, nach Tomra auf Kalusia. Ja, gut, dann geht's nach Tomra zu den anderen Zwergen. Und hier sind so viele Zwerge, aber irgendwo finden wir auch Giot. Hier, da, perfekt, genau. Giot? So was Blödes. Da habe ich doch glatt vergessen, Tara den Weg hierher zu beschreiben. Und den geheimen Schacht dürfen nur die Zwerge passieren. Tara? Wie hast du denn hierher gefunden? Ja, mit dem Eteriten. Ach, ihr habt den Aufzug in Betrieb gesetzt. Ja, das auch. Alle Achtung, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie dem auch sei, unser Ziel liegt gleich da vorne. Zumindest die letzten Schritte werde ich dich als Einheimischer führen. Komm mit. So, und wo ist da hin? Okay, da oben müssen wir hin. So, tief in den Höhlen. Okay, so tief ist nicht, da ist der Höhleneingang schon. Aber wir sind immerhin unter der Erde. Giot? Puh, was sagt man denn dazu? Der kam mir entgegen, als ich das Tor zum alten Schach aufgemacht habe. Aber da muss er schon früher aufstehen, wenn er das große Kampfpaket aller Zwerge überwältigen will. Dem habe ich die Visage mit einer forschen Zwergengeraden poliert. Eine Zwergengerade? Was ist das denn? Tut mir leid, Sippengeheimnis. Wir sind zwar Kameraden, aber das kann ich dir nicht verraten. Dafür erzähle ich dir jetzt was viel Wichtigeres, nämlich was das für ein Ort ist. Dieser Schacht wurde vor der Lichtflut als Quarantänestation verwendet. Es ging eine Seuche um. Um die Befallenen fristete hier ihre letzten Tage. Die Krankheit nannte man einfach die Steinseuche. Zuerst wurde die Haut immer härter und spröder, bis der arme Tropf nach einigen Monaten bis Jahren völlig zu Stein erstarrte. Die Ursache fand man ebenso wenig wie ein Heilmittel. Damit sich die Krankheit nicht weiter verbreitete, sonderte man die Kranken in diesen Stollen, den Seuchenschacht, von den Gesunden ab. Grausam, aber man wusste sich eben nichts anderes zu helfen. Lamid, was fällt dir ein? Es ist streng verboten, den Seuchenschacht zu betreten. Nicht nur, dass du dein Dorf verlassen hast, jetzt bringst du auch noch Fremde hierher an diesen verbotenen Ort. Es reicht. Hiermit verbannen wir dich aus unserer Mitte. Komm nie wieder zurück. Verbannt! Du bist verbannt aus unserer Mitte! Wie könnt ihr das tun? Sie hat gerade eure unheilbare Krankheit geheilt. Mit Hilfe ihrer Magie könnt ihr die Seuche besiegen. Schweig, Fremder! Das ist eine Angelegenheit der Zwerge! Genau, der Fremde soll schweigen!
Wisst ihr überhaupt, was Lamit für euch durchgemacht hat? Lass, Albert. Unser Grund mag edel gewesen sein, aber sie haben recht. Wir haben gegen die Gesetze der Zwerge verstoßen. Ich füge mich der Verbannung, Ältester. Als sichtbares Zeichen dafür lege ich meinen Helm nieder. Lamit? Schwester, wenn du gehst, gehe ich mit dir. Wir waren bereits totgeweiht, als sie uns hier einfärchten und unser Schicksal überließen. Was ist dagegen schon die Verbannung? Und sind wir nicht ohnehin Ausgestoßene, da wir unsere Helme ablegten, um hier unten zumindest ein bisschen freier zu atmen? Verbannt uns und wir werden es als eine Ehre betrachten. Ja, ganz recht. Lamit hat uns das Leben gerettet. Wenn ihr sie deswegen verstoßt, wollen wir auch eurer Gemeinschaft nicht mehr angehören. Gehen wir, Kameraden. Wir werden stolz unsere Gesichter zeigen. Ach, Freunde. Wirst du es wirklich dabei bewenden lassen? Wir können jederzeit zurück. Es diesen Sturköpfen unmissverständlich klar machen. Willst du ihm mit einer Axt den Schädel einschlagen? Hör doch auf. Ich weiß, du bist kein Neuling mehr, der sich von einem Hochkompligen unterkriegen lässt. Wenn du es wolltest, könntest du selbst den kampferfahrenen Zwergenältesten leicht besiegen. Aber das bringt uns doch nicht weiter. Unsere Aufgabe ist eine ganz andere. Und das weißt du. Wir müssen den Urheber der Seuche finden und beseitigen. Bestimmt steckt auch dahinter ein Schattenkönig. Oder der Schattenkönig, besser gesagt. Ich muss diese Welt retten. Dafür bin ich bereit, alles aufzugeben, Adbert. Meine Heimat, meine Ehre. Alles. Vielleicht war es ohnehin Zeit, diesen Helm abzulegen. Endlich kann ich spüren, wie der Frühlingswind mein Gesicht umspielt. Du machst Witze. Aber ich muss sagen, mir gefällt die verstoßene, helmlose Lamit. Ach, Adbert. Ey, Dösselbart, hör mal, mir geht bald die Beschimpfung aus, wenn du dauernd in Ohnmacht fällst. Ah, endlich wachst du auf. Puh, diesmal habe ich mir ehrlich fast in die Hose gemacht. Gerade als dir das Licht ausging, räppelte sich dieser verfluchte Sündenverteidiger wieder auf. Dabei dachte ich, der hätte genug. Dieser Schnitzer geht auf meine Kappe. Na, vorbei ist vorbei. Sag mir lieber, was dir diesmal in deinen süßen Träumen erschienen ist. Lamit hat die Steinseuche geheilt und deswegen wurde sie verbannt? Puh, mir fehlen die Worte. Also diese Älteste. Ja, J, was machen wir jetzt?
Georg, jetzt hat er sich wieder unter den Zwergen versteckt. Ach Mann, wie findet man den jetzt wieder? Georg, komm raus, wo immer du auch steckst. Ich weiß, dass du hier bist. Also irgendwo. Komm raus, komm raus. Und hier ist er nicht. Hallo? Ah, da. Georg, ich hab dich. Ah, tut mir leid, Kameradin. Ich hätte dich vielleicht nicht hierher bringen sollen. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu verdauen, was du da gesagt hast. Geh doch und übe deine Heilkunst irgendwo, wo sie gebraucht werden. Wir sehen uns an. Mach's gut. Ja, okay. Ich würde ja jetzt an der Stelle gleich weitermachen. Blöderweise will der Georg nicht mit mir sprechen, solange ich nicht hier unten die restlichen XP aufgesammelt habe. Deshalb mache ich an der Stelle jetzt Schluss, gehe ein bisschen XP farmen. Und ich habe ja ein paar Videos gemacht, wie das besonders schnell geht, mit effektiven Buffs und so weiter. Hier, da zum Beispiel. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und natürlich vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Und ganz besonderen Dank geht an meine Ehrenmitglieder, nämlich den unwahrscheinlich charmanten Negi-Magister und den kleinen Ehrenzwerg, die ihr Gesicht auch ab und zu zeigt, nämlich Yuria Nightblum, die übrigens auch ein Zwerg spielt. Und das war's von mir. Wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.